Ja, moin moin und seid gegrüßt, meine Salzwasserfreunde. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist The Fisherman Fishing Planet auf der PS5 Part 164. Okay, es geht heute weiter hier. Im letzten Part haben wir unseren ersten Büffelfisch gefangen. War doch ein Büffelfisch, oder? Ja, schönes Tier. Unverhofft kommt oft beim Friedfischangeln. Und jetzt würde ich ja gerne mal meine Erkundung weitermachen. Und zwar der Mangroven-Sonnenuntergang. Blaue Krabbeninsel. Mal gucken, was es da so gibt. Okay, Mississippi. Es gibt kaum einen besseren Ort, um den wundervollen Mississippi-Sonnenuntergang auf der blauen Krabbeninsel zu erleben, als an diesem friedlichen Angelplatz. Über ein schön hölzernes Dock gelegen, mit Blick über das atemberaubende Salzwasserdelta, hat man von diesem spektakulären Gebiet aus einem Blick, der von dichten Mangrovenbäumen umrissen wird, vor dem bezauberten Hintergrund eines Spätsommerhimmels. Was diesen wunderbaren Angelplatz aber besonders attraktiv macht, ist die Üppigkeit der Fischarten wie atlantischer Tarpon, Bonefish, Permit und roter Trommler, die nur darauf warten zuzubeißen. Oh geil. Okay, also sind hier die großen Jungs unterwegs. Da gucken wir mal, was jetzt hier am besten passt. Ich würde ja gerne mal Permit. Kursmäuliger Büffelfisch, genau den haben wir gefangen im letzten Part. Geiler Fisch, sieht mega aus. Humboldt Kambosch hatten wir noch nicht. Permit. Der mag Garnele, Krabbe, Sandkrabben, okay. Garnele Hammer, angeschnittener Krebs haben wir auch. Roter Trommler würde sich der Garnele anschließen, das ist cool. Streifenbursche, ach so geile Fische hier. Der Tarpon nimmt auch eine Garnele, okay. Dann, ja, würde ich sagen, bleiben wir erstmal direkt am Spot. Das können wir jetzt erstmal machen. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal mit dem Boot unterwegs sein. Aber hier ist es halt geil. Ah, mehr zu dem Mangroven. Ich gucke mal aufs Tablet. Was sagt das mir? Oh. Uiuiui. Oh ja, das sieht doch... Mensch. Das ist aber empfindlich hier. Das sieht gut aus, Leute. Wenn wir hier so in die Ecken werfen, hier ist schön tief. Mal schauen, probieren geht ja über studieren. Gibt es hier drüben noch einen Steg? Nee. So, dort oben, na, da wird der Jack gerade seinen Schwarzgebrannten genießen. Das ist unsere wunderschöne Hütte mit Veranda und Schaukelstuhl. Herrlich. Da oben fliegt Marius Möwe. Ja, guten Tag. Hier oben, ja, da haben sie doch richtig eingemacht. Hier, guckt, 5 leere Kästen. Jungs, seid ihr denn... Mensch, wenn ihr hineinfällt, die Alligatoren, die machen euch doch ein Gar aus. Gut, dann geht's heute mal so ein bisschen, zumindest versuchen wir mal die Salzwasserfische hier an den Haken zu bekommen. Die Nacktschnecken, die Nacktschnecke habe ich noch dran. Kann man erst mal dran lassen. Wurm, Grub, Chat. Die Brühe ist doch ganz schön dreckig. Ich mache hier mal einen bunten Chat dran. Einen schönen bunten Gummifisch. Den haue ich einfach mal, soweit ich kann, da raus. Also ich würde gerne wirklich noch ein bisschen mit Carolina Rig hier mich so ein bisschen anfreunden und gucken, was da denn noch so geht. Selbst verfreilicht. Gut, und jetzt würde ich sagen, kommen hier die großen Ruten zum Einsatz. Möchte mal kurz gucken wegen Vorfächern. Da hatte ich drauf das 05er. Haben wir noch ein stärkeres? Titan 11,8 Kilo. Das 05er hat 12,7. Deswegen habe ich das hier drauf, weil das einfach noch mal ein bisschen mehr kann. Ne, mehr haben wir nicht dabei. In Vorfächern. Mach jetzt hier mal den 4-0er Haken drauf. Also wir wollen ja ein paar große Schonis ans Land ziehen.
Das ist jetzt unsere mittelprächtige Route. Die bohre ich jetzt mal schön hier. Oh, das sieht gut aus. Aber vielleicht eher schon in die tieferen Regionen. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, immerhin schon mal 2 Meter. Tiefer als 1,10 Meter sind wir sonst ja nie gekommen. Und da ist der Windpark. Da sehen wir den auch mal. So, das ist jetzt die ganz dicke große. Aber ich hätte auch mal gucken können. Ich alter Horni. Ich will doch hier eine Garnele draufschneiden. Ohne das wird es wohl nicht gehen. So, die haue ich jetzt einfach mal hier so schön Richtung Windpark. Muss ich die andere halt nochmal rausholen. Oh! Ne, sah jetzt tiefer aus, als es letztendlich war. Ich bedanke mich, meine Freunde, für eure fleißigen Klicks, Views. Wenn ihr mir einen Kommentar schreiben wollt, wo bestimmte Fische sich hier rumtreiben und auf die ich mal Maß nehmen soll, gerne in die Kommentare damit. Würde mich sehr freuen. Jegliche Tipps sind hier willkommen in diesem Format. Das ist nämlich wunderschön, mit euch das ein bisschen zusammen zu machen. Ja, gerne auch ein Abo da lassen und ein Like würde ich mich mega freuen. Vielleicht macht er das direkt jetzt. Das wäre mega geil. Da freue ich mir ein drittes Loch in meinen Arsch. Hä, wo hat er jetzt die Route hin? Ich sag mal, wir wollen doch angeln. Auch die Garnele. Da hinten raubt es mir ganz schön hier bei dem Baumstamm. Jetzt habe ich gerade mal so gesehen, deswegen. Gleich mal eine dahin. Oh ja. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Gut, ich hoffe, die Fische kriegt man rein, dass wir jetzt hier nicht komplett auf verlorenen Posten sind. Mit den Ruten. Ich denke, da könnte man noch mit weitaus... Aha, geht's hier schon los? Mit weitaus stärkeren Ruten kommen. Ich denke, das geht richtig krass ab hier. Weil ja richtig dicke Fische im Teich sind. Ach so, ich habe ja fast vergessen, ein Schluck Kaffee. Oh, ja, da ist schon was. Hör! Mir wird es ja auch sicherlich den einen oder anderen schönen Barsch geben. Haben wir auf jeden Fall schon mal was Kleineres. Was haben wir hier? Ah, ein Barge Marinus. Da haben wir den einzigartigen in Florida fangen können. Auch ein sehr geiler Fisch. Ich denke mir, die schmecken auch gut, wenn man dann eine gewisse Größe hat. Ich sag mal, wenn der jetzt so 50 cm ist, ist das ein leckerer. Gut, der mag schon mal die Makrele, die Makrele. Der mag bestimmt auch Makrelen, aber Garnelen. Ein 4-0er Haken hat er sich reingezimmert. So, Futter haben wir noch ein bisschen was. Ui! Oh, der lag auf dem Boden und gleich ist was drauf gestiegen. Schön! Das ist sogar kein ganz, ganz kleiner Fisch. Könnte schon ein Humboldt-Kambosch, wäre cool. Ne, ein Trommler. Yes! Der erste kleine rote Trommler. Stimmt, die mögen ja auch mit der Spinnrute hier gefangen werden, die Burschen. Ah, dieser geile schwarze Fleck noch hinten dran. Das sind auch schöne Fische für mich, finde ich. So, die Bisszeit ist nämlich gerade sehr weit oben, deswegen will ich jetzt hier keine Zeit verschwenden. Rechte Rute. Hör! Gut, mal gucken, was wir hier jetzt haben. Jetzt auch kein Riesenfisch. Könnte vielleicht jetzt auch schon ein Trommler sein.
Auf jeden Fall zeigt er sich doch nicht. Was haben wir denn hier? Oh! Warte! Neuer Rekord vom einzigartigen Bargio Marinus. Oh, das ist einer zum Essen. Oh, das ist ganz schön groß. Das ist auf jeden Fall... Ja, da ist mindestens... 10 cm mindestens größer als der einzigartige von Florida. Schön geil! 136, gut, ist klar, der ist jetzt nicht so schwer für die Rute hier, aber 3,5 Kilo immerhin. Mensch, der schmeckt bestimmt wahnsinnig gut. Guck mal, wie der uns zuwinkt. Hallo, bin draußen. Geil. Super schöner Tag, Affenkönig. Heilig, kommst mit? Oh, hä? Wie das wieder klappt. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, wo ihr hier den einzigartigen gefangen habt. So, ich war Richtung Windpark, gell? Machen wir das auch wieder. Tja, ich sag's ja, Schluck Kaffee getrunken und schon, bumm. Das ist doch, gibt's doch nicht, wa? Die andere Route hatte ich ja gerade draußen, stimmt. Ach, geil, freut mich. Freut mich richtig. Aber sie sind halt auch wirklich gleich die Salzwasserfreunde aktiv. Also die sind gleich richtig hier. Hä, wo ist denn meine Anzeige hin? Ist die verschwunden? Ja, irgendwas hat da jetzt nicht funktioniert, aber jetzt. Oh, genau da hinten, wo es spritzelt. Ja, das könnte klappen. Ich lasse den jetzt immer ein bisschen länger liegen. Ich glaube, in echt macht man es doch so. Ruhig mal ein bisschen liegen lassen. Beim Carolina Rig. Was ist das denn? Oh. Okay, es wird dunkel. Da müsste ich ja gleich mal gucken, wie die Bisszeit überhaupt ist hier im Dunkeln. Gut, dass ich das Lämpchen schon angemacht habe. Was sind das denn für Insekten? Das sind doch keine Zikaden. Also ich höre da auch noch eine Grille durch. Aber die hören sich ja schon sehr einzigartig an. Das ist auch richtig schwül. 29 Grad Wassertemperatur. 27 draußen, sternklar. Nein, nicht Sternquell. Sternklar. Mal gucken, ob hier nachts was beißt. Eigentlich. Ah, wir haben auch noch. Ich kann einfach mal den anderen Gummifisch dran machen. Wir haben ja noch einen schönen dabei, extra für die Nacht. Oh, okay. Ah, ich kann nichts machen. Oh, Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Es hat einfach gehangen. Das könnte ein Trommler sein. Jetzt, das ist kein Bargio Marinus. Nein. Nee, definitiv nicht. Kann ich noch einen riskieren? Ich weiß es nicht. Nee, es geht 1, 2, 3, 4. 4,5 geht's hoch. Nee, dann bin ich direkt an der Grenze. Ah, schade. Okay, Leute, wir haben hier nur 106 Meter Leine drauf. Also wenn der noch weiter rauszieht, wird es schwierig. Das könnte ein Tarpon sein, ein kleiner Tarpon. Und ein kleiner Tarpon kann ja durchaus dann auch schon mal schnell bei 10 Kilo sein. Oh nein, Leute. Es ist wieder soweit. Das Internet meldet sich pünktlich
Ich weiß auch nicht, warum das immer zu der Zeit ist, wo ich so aufnehme. Meistens nehme ich so zwischen 17 und 19 Uhr meine Videos auf nach Arbeit. Und irgendwie spinnt es immer um die Zeit rum. Es ist verhext, Leute. So, aber langsam kriegt man den Kollege hier ran. Komm her, mein Freund. Komm her, komm her. Wir haben ein Date. Vergiss das nicht. Gut, dass der jetzt hier auch an die starke Route gegangen ist. Ich glaube, an der anderen wäre es nochmal deutlich schwieriger gewesen. Am Anfang ganz, ganz stark gekämpft. Jetzt haben wir ihn gleich. Geil, schon wieder ein einzigartiger. Ich wäre verrückt. So, gleich haben wir ihn draußen, den Frechdachs. Na? Hui. Hui, hui, hui. Wehrt sich nochmal, aber... Ich, oh! Oh, der Uli! Oh, mitten in der Nacht muss das sein! Wow! Geil, Leute! Was ist das denn bitte für ein geiler Fisch? Der sieht gar nicht aus wie ein Trommler. Das sieht für mich wirklich eher barschartig aus. Zumindest... So von der Form und den Kamm oben. Mensch, da muss doch auch schmecken. 354 XP, geil. 12,45 Kilo. Also die machen anfangs ja richtig Alarm. Ziehen dir richtig Leine runter, da musst du aufpassen. Okay, 95 cm, Leute. 1600. Das ist ein schöner Fisch. Außergewöhnlich sieht er auch aus, wie die Kreuzung aus verschiedenen anderen Fischen. Ah, da muss ich mich mal belesen. Und guckt euch mal dieses große Seitenlinienorgan an, wie groß das ist und wie deutlich man das sieht. Ich meine, die haben ja mit Sicherheit die Fische aus dem Internet sich rausgesucht oder abfotografiert und dann halt ins Spiel eingefügt. Und Mensch, sieht er krass aus, der Junge. Gut, nehmen wir mit. Warum denn nicht? Geil! Aber das war doch jetzt nicht mal eine Trophäe. Also die wären dann wahrscheinlich auch riesig, die Kollegens. Ich werfe jetzt mal nicht ganz so weit raus. Weil nicht, dass der mal wieder alles runterzerrt hier. Wenn da noch ein größerer dran geht, dann haben wir nämlich irgendwann ein Problemo. Ja, das finde ich ein bisschen besser. So, nochmal schnell an die Ruhe dran. Ja, seht ihr das? Irgendwas hat da gerade nicht gestimmt. So, ich leier mal kurz rein. So, da stand ja gerade da im Gange. Was ist denn im Gange? Wir wissen es nicht. So, hier wollte ich ja dann den Köder mal wechseln. Machen wir auf jeden Fall mal. So, anheben und fallen lassen könnte auch gut funktionieren. Ich habe ja auch noch ein paar schöne neue Wobbler, die würde ich aber am nächsten Tag dann mal testen. Aber da muss man ja recht viel hier mit dem Motorboot erkunden und da gibt es hoffentlich auch noch ein paar Stellen, wo man anlegen kann. Aber das machen wir auf jeden Fall. So, wir haben den... Ah... Probiere jetzt erstmal den 7 cm Wurm für die Nacht. Ich glaube, Gummifisch haben wir ja nur die 5 cm Variante, was jetzt nicht so groß ist.
Ui. Ja, zack, die Angel gerichtet und schon findet sich hier was ein. Aber auf jeden Fall was Kleineres. Wieder ein Barge Marinus. In Trophäengröße, immerhin. Die sind unterwegs jetzt, auch in der Nacht. Jetzt hau ich aber auch mal hier zwischen die Stöcker. Denk mir, da kann auch noch was gehen. Ui, da ist es aber flach, aber ist egal. Wir probieren erstmal. Müsste man mal gucken, worauf die Collegians hier überhaupt so richtig stehen. Der Krebs war ja, glaube ich, gar nicht dabei. Zumindest nicht in der anderen Ecke bei den Fischarten. Oh, da wollte gerade was an unsere zweite Grundrute. Hat sich aber noch nicht ganz getraut. Cool. Zweiter Part hier und gleich der zweite einzigartige. Okay, so eine schnelle Führung mit dem Wurm wollen sie schon mal nicht haben. Naja, mal gucken, ob jetzt vielleicht hier... Ui! Da ist ja wieder einer. Ja, auf jeden Fall ein bisschen kleiner. Aber das kann ja auch wieder was völlig anderes sein. Lasst es uns rausfinden. Ah, da guckt schon die Rückenflosse raus. Was ist es denn? Ja, vielleicht ein kleinerer. Von der Rückenflosse sah es aus wie so ein Trommler wieder. Aber warum hat er denn am Kinn diese vielen kleinen Barteln? Ich meine, das zeugt ja davon, dass er auf jeden Fall unten auf dem Grund sich seine Nahrung sucht und damit den ganzen Grund auf Nahrung absucht. Aber die anderen haben das ja nicht. Er scheint doch schon irgendwie ein bisschen anders unterwegs zu sein. Oh, nee, roter. Ja, roter Trommler. Geil. 8,9 Kilo. Oh, und da hinten im Geäst ist auch was eingestiegen. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Oh, zieht sogar noch mal. Könnte auch wieder ein kleiner Trommler sein. Okay, funktioniert sehr gut hier. Gefällt mir die Ecke. Nee, ist was anderes. Ein Permit? Nee, ah, Snook. Stimmt, die gab es ja auch. Oh, die gibt es auch in ganz groß. Und die ziehen ja extrem. Für 5,6 Kilo hat er ganz schön Alarm gemacht gerade. Oh, geil, geil, geil. Okay, dann noch mal raus mit der ganzen Schose. Ich hätte gerne noch einen schönen großen Bursche oder ein richtig großes Mädel. Zeigt mir, was ihr wert seid. Und holt euch eine leckere, feine Garnele. So, hier haben wir 4-0er Haken drauf. Ich wage mal... mich an den 7-0er Haken ran und werfe jetzt hier mal so auf die Ecke. Das sieht für mich auch mega cool aus. Gucken, wie tief es da ist, ob das auch eher flach ist.
Nee, auch so eine mittelprächtige Ecke. Gut, gut, gut. Ich denke, die Bisse werden nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt will ich mal gucken, was haben wir denn noch mit Nacktschnecke? Aber ich dachte, ich hätte. Ach komm, ich probiere die Nacktschnecke nochmal. Die hat ja auch das letzte Mal was gebracht. Oh, da war schon wieder der Fehler, habt ihr das gesehen? Okidoki. Jetzt nochmal richtig schön einen langen Lachs an Land gezogen. Ja, aber ein schönes Flair hier in der Nacht. Ui. Okay, erste Rute meldet sich zurück. Ja, was Kleines. Gut, ich vermute jetzt mal den Tarpun und den Permit, den vermute ich ziemlich weit hier draußen, Richtung Windräder. Den vermute ich zumindest nicht hier in unserer Ecke. Und da kommt er schon wieder. Junge, was drehst du für Runden hier? Oh, Mensch. Der Sprit ist wohl nicht teuer genug, wa? Hans Olaf. Junge, 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 Junge. So, jetzt will ich aber auch mal. Jetzt will ich aber auch mal hier so in die Ecke werfen. Alles mal abchecken und mal gucken, was so Phase ist. Gut, da müssen wir die magische halbe Sekunde dazwischen warten, dass wir hier irgendwo hinkommen. So, und dann können wir hoffentlich ein paar schöne, dicke Schlapse fangen. Ja, so richtig wollen sie noch nicht. Ah, Mist, den habe ich vergeigelt. Gebe ich hier zu. So, jetzt gucke ich erstmal noch mal hier. Was wollen die denn haben, wenn die Gummiköder, Gummifische, Twister, Gummifische, Gummifische? Chat. Okay. Nymphe und Krebs. So, ich will mal bei den Snoo, Gummiköder, Gummifische, Würmer, Twister, und der nimmt auch recht viel. Spinner und Schwänze, Walker, Popper, Bassbait, Minnows, Crankbait. Ja, eigentlich so Gummifische ist ganz oft dabei, die Chats, also. Der nimmt gern die Nacktschnecke. Okay, das könnte man jetzt natürlich mal direkt probieren. Ich will es nochmal. Vielleicht schwimmt er ja hier draußen. Vielleicht schwimmt er ja hier irgendwo rum für uns. Und wir fangen unseren ersten Permit. Das wäre ja geil. Das wäre ja hervorragend. Okay, das spielt was an der einen Grundrute, zumindest spielen.
Nacktschnecken, ja gut, aus den Mangroven. Ich weiß nicht, ob es da bestimmte Nacktschnecken gibt, sicherlich. Ja, und die fallen dann bei Flut wahrscheinlich auch ins Wasser oder werden mit ins Wasser gerissen. Und vielleicht mögen die Permits diese Nahrungsgrundlage und schnabulieren die sich dann weg, wenn die die irgendwo finden. Ja, aber das Carolina Rig, das haben wir auf jeden Fall noch nicht geknackt. Also das ist schon etwas schwieriger, finde ich. Da stellt sich die Frage, ob das Texas Rig genauso schwierig wäre und die Fische sich dann dort auch nicht so gerne melden. Oder das kann natürlich auch so ein Nachtding sein. Wobei ich auch, ja, glaube, dass es eigentlich genauso gut funktionieren sollte wie am Tage. So richtig wollen sie gar nichts, gell? So, auf den hat es ja vorhin gebissen. Dann würde ich den auch noch mal ausprobieren. Oder ich nehme wirklich mal unseren kleinen Gummifisch. Weil wir es können, nehmen wir den mal kurz. So, ich gehe mal kurz an die Ruten, lade die mal kurz an, weil gerade hier nichts passiert. So. Das bringt ja immer mal was. So schön. Komm schon, Zeus, mache richtig Druck. Hör! Ah, jetzt komm. Richtig schön. Ein schönes kleines Flussmonster hier zum Abschluss mit der Rivertex. Die kann ja auch Flussmonster rausholen, das wissen wir von Alaska. Und ich denke mal, wenn ich mir die stärkeren Vorfächer noch besorge, dann kriegt man hier ganz geile große Fische auf jeden Fall raus. Können wir überall noch mal anderthalb bis ein Kilo drauf rechnen. Und das macht durchaus schon was aus. Schade, schade, schade. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Habt ihr euch an die Ränder verzogen hier? Oh, endlich! So, das könnte unser letzter Bursche sein. Okay, zieht auch gleich ganz gut, muss ich sagen. Ah, schön. Da wollte es aber wissen. Das war die Rute, die ja, die hier weiter rechts lag. Oh, was für ein Schnurwirrwarr. Ein Sehnendebakel. Kommen Sie her. Ich betreibe des Öfteren auch mal Catch and Release, also keine Angst. Ich möchte meine Garnelen nur wieder haben. Also die Trommler, die ziehen halt auch ganz schön doll, gell? Aber ein geiles Angeln hier. Macht sehr viel Spaß. Ist echt eine schöne Ecke. Fischreiche Ecke. Schön modulierte Ecke. Und ich bin eh heiß, Leute, weil heute kommt die erste Folge The Last of Us.
Falls ihr mit dem Spiel nichts am Hut habt, aber geile Serien mögt, in der postapokalyptischen Welt, schaut doch mal rein. Ob nun legal oder nicht legal, ist eure Sache. Ich weiß, es ist verrückt mit den ganzen Streaming-Diensten. So, und da haben wir ihn auch. Mensch, ist das ein schöner Bursche. 9,3 Kilo geballte Kraft vom schwarzen Trommler. Schön, und dabei würde ich es erstmal belassen, meine lieben Freunde. Wie immer, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare rein. Ich finde euch geil. Dankeschön für den Support. Wir haben jetzt 250 Kanalmitglieder. Es ist schön, es freut mich. Ich hoffe, es geht weiter so. Macht's gut, euer Affenkönig.